Definitionsbereich einer Funktion in R. Eine Funktion in R ist ein Gesetz, das jeder reellen Zahl x höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. Eine Funktion ist also eine Art Maschine, in die man eine Zahl x hineinsteckt und die dieser hineingesteckten Zahl x eine herauskommende Zahl f von x zuordnet. Pro Zahl, die hineingesteckt wird, kommt entweder eine Zahl raus oder es kommt keine Zahl raus, aber niemals zwei oder mehr. Deshalb steht in der Definition höchstens eine. Höchstens eine heißt eine oder keine. Es gibt also Zahlen, die haben durch die Funktion ein Bild, und eventuell gibt es auch Zahlen, die durch die Funktion kein Bild haben. Die Zahlen, die durch diese Funktion ein Bild haben, bilden insgesamt alle zusammen den Definitionsbereich der Funktion, den man mit DOMF bezeichnet. Der Definitionsbereich DOMF einer Funktion f ist also die Menge aller Zahlen, die durch diese Funktion f ein Bild haben. Und um den Definitionsbereich einer Funktion in R zu bestimmen, schließt man aus der Menge R alle Zahlen aus, die durch diese Funktion kein Bild haben. Konkreter heißt das, man erhält den Definitionsbereich DOMF, indem man aus der Menge R die folgenden Zahlen ausschließt. Zuerst einmal die Nullwerte der Nenner, dann die Werte, für welche der Radikant einer Wurzel mit geradem Index streng negativ sind, und die Werte, für welche eine Funktion nicht angegeben wird. Fünf Beispiele dazu. Erstes Beispiel: f von x gleich x hoch 3 auf x² minus 1. Dieses Binom darf nicht 0 sein, denn durch 0 kann man nicht teilen. Das führt zur Gleichung x² minus 1 gleich 0, deren Lösungen minus 1 und 1 sind. Also die Zahlen minus 1 und 1 haben durch diese Funktion kein Bild. Sie werden aus der Menge R ausgeschlossen und somit erhält man den Definitionsbereich dieser Funktion f. Das ist die ganze Menge R ohne die Menge, die als einzige Elemente minus 1 und 1 hat. Beispiel 2. Auch hier kommt ein Nenner vor. Dieser Nenner jedoch ist niemals 0. Denn wenn man zur streng positiven Zahl 1 eine positive Zahl x² addiert, dann ist die Summe streng positiv. Also nicht 0. Deshalb ist der Definitionsbereich die ganze Menge R. Beispiel 3. F von x ist die Quadratwurzel aus 9 minus x². Das ist eine Wurzel mit geradem Index, denn eigentlich ist hier oben eine kleine 2 versteckt. Es heißt ja die Quadratwurzel, aber diese 2 schreibt kein Mensch. Der Radikant einer Wurzel mit geradem Index muss größer gleich 0 sein. Das führt automatisch zur Ungleichung 9 minus x² größer gleich 0. Solch eine Ungleichung lösen wir mit Zeichentabelle und stellen schnell fest, 9 minus x² ist größer gleich 0, wenn x sich zwischen minus 3 und 3 befindet, hier gekennzeichnet durch das grüne Feld. Also ist der Definitionsbereich dieser Funktion das geschlossene Intervall von minus 3 bis 3. Beispiel 4. F von x ist pi x² mit x größer gleich 0. Bei dieser Funktion ist eine Bedingung angegeben und solch eine Bedingung ist zum Definitionsbereich zu berücksichtigen.
Diese Funktion ist also nur definiert, wenn x größer gleich 0 ist, das heißt der Definitionsbereich, das ist R+. R+, das ist dasselbe wie das Intervall von 0 eingeschlossen bis plus unendlich ausgeschlossen. Übrigens, diese Funktion, die ordnet einem angegebenen Kreisradius den entsprechenden Kreisflächeninhalt zu. Wenn x also der Kreisradius ist, dann ist das f von x der entsprechende Kreisflächeninhalt. Und da macht es effektiv nur dann Sinn, wenn der Radius größer gleich 0 ist. Beispiel 5. Bei dieser Funktion muss dieser Radikant größer gleich 0 sein, weil wir davon die Quadratwurzel rechnen. Und gleichzeitig darf er nicht 0 sein, denn die Quadratwurzel von 0, das ist 0, und so würde man hier durch 0 teilen. Wir verknüpfen also die zwei Bedingungen und daraus ergibt sich, dass x² minus 5x plus 6 streng positiv sein muss. Solch eine Ungleichung lösen wir mit Zeichentabelle und stellen fest, hier ist dieses Trinom streng positiv und da auch. Also, damit das Trinom streng positiv ist, muss x sich entweder hier in dem grünen Feld oder hier in dem grünen Feld befinden. Der Definitionsbereich der Funktion ist also das Intervall von minus unendlich bis 2, 2 selbst ausgeschlossen, denn es geht nur bis dran und nicht bis drauf. Und dann geht es weiter von 3 ausgeschlossen bis plus unendlich. Wir betrachten jetzt ganz besondere Beispiele, angefangen mit der Funktion, die jeder Zahl x ihr Quadrat zuordnet. F von x gleich x Quadrat. Man sagt auch, das sei die Funktion x Quadrat. Das Quadrat von 2 ist 4. So entsteht dieser Grafikpunkt mit Koordinate 2, 4. Das Quadrat von 1, das ist 1. So entsteht dieser Punkt mit Koordinate 1, 1 und so weiter. Für diese Zahl x gibt es ein Bild durch die Funktion, denn wenn man durch diese Zahl x eine senkrechte Gerade zieht, dann schneidet diese Gerade den Graphen an einem Punkt. Daraus ist zu schließen, dass x durch diese Funktion ein Bild hat und somit gehört diese Zahl x zum Definitionsbereich der Funktion. Alle Zahlen x haben durch diese Funktion ein Bild. Auch die Zahlen, für die man in der Zeichnung den Schnittpunkt nicht sieht. Jede Zahl hat ein Quadrat. Also, wenn man durch irgendeine Zahl x eine senkrechte Gerade zieht und diese Gerade schneidet den Graphen der Funktion, dann heißt das automatisch, dass x ein Bild hat. Übrigens, der Graph dieser Funktion hat immer als kartesische Gleichung y gleich f von x. In dem Falle hier ist es y gleich x². Halten wir diese Funktion einmal fest und schließen wir daraus, dass der Definitionsbereich der Funktion die Menge R ist. Ich gebe jetzt hier in der Eingabezeile von GeoGebra mal die Funktion f von x gleich x ein, die zu diesem Graphen führt. F von x gleich x, das ist eine Funktion ersten Grades, die selbstverständlich durch eine Gerade dargestellt wird. Diese Zahl x hat ein Bild. Durch diese Zahl ziehen wir eine senkrechte Gerade, die schneidet den Graphen. Das gilt für alle x-Werte. Von allen x-Werten aus wird eine senkrechte Gerade gezogen, die schneidet dann automatisch den Graphen.
Das bedeutet, dass alle x-Werte durch diese Funktion ein Bild haben. Was also heißt, der Definitionsbereich dieser Funktion x ist wiederum die ganze Menge r. Kann man auch hier schön sichtbar machen, indem wir eine senkrechte Gerade nehmen und diese Gerade von links nach rechts fahren lassen. Solange die Gerade den Graphen schneidet, hat der x-Wert auch ein Bild. Das heißt, solange diese senkrechte Gerade den Graphen der Funktion schneidet, gehört die entsprechende Zahl x zum Definitionsbereich. Hier die ganze Menge r. Auch bei der Parabel die ganze Menge r. Bei der Funktion x hoch 3 gilt genau dasselbe. Wir setzen die Gerade an. Es sieht jetzt hier so aus in der Zeichnung, als hätte minus 2 kein Bild. Aber die Zeichnung hört hier auf. Minus 2 hat schon ein Bild. Minus 2 hoch 3 macht minus 8. Geht leider auf der Zeichnung nicht drauf. Somit haben wir also jeweils einen Schnittpunkt mit der vertikalen Geraden und der Definitionsbereich dieser Funktion ist die ganze Menge r. Bei 1 auf x ist das nicht ganz so. Alle Zahlen haben ein Bild außer die Zahl 0. Durch 0 kann man nicht teilen. Also hat 0 kein Bild. In der Zeichnung die Gerade, die blaue Gerade, die angesetzt wird bei der Abszisse 0, trifft den Graphen nicht. Was also bedeutet, der Graph nähert sich hier immer mehr der y-Achse, wird sie aber niemals antreffen. Denn würde der Graph die y-Achse irgendwo schneiden, dann würde das bedeuten, dass 0 ein Bild hätte. Und so könnte man also durch 0 teilen. Geht aber nicht. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist also die ganze Menge r, außer eben die 0. Bei 1 auf x² das gleiche. 0 hat kein Bild. 0 ist die einzige Zahl, die kein Bild hat. Definitionsbereich ist also r0. Beim Betrag von x ist der Definitionsbereich die ganze Menge r. Bei Quadratwurzel von x, da schauen wir wieder, die positiven Zahlen, die haben alle ein Bild. Denn für einen positiven x-Wert schneidet die blaue senkrechte Gerade den Graphen der Funktion. Bei 0 selbst auch. Die Quadratwurzel von 0 ist 0. Aber bei den negativen Zahlen nicht. Die negativen Zahlen haben alle kein Bild und deshalb ist der Definitionsbereich das Intervall von 0 bis plus unendlich, 0 eingeschlossen, plus unendlich wie immer ausgeschlossen. Dieses Intervall nennt man auch r plus und schreibt das so, r mit einem Exponenten plus. Das sind alle reelle Zahlen, die positiv sind. Es geht also von 0 eingeschlossen bis plus unendlich. Das ist der Definitionsbereich von der Quadratwurzel. Kubikwurzel, DOM f ist die ganze Menge r. Bei dieser Funktion Quadratwurzel von 9 minus x². Eben hatten wir schon berechnet, als Beispiel, dass der Definitionsbereich das geschlossene Intervall von minus 3 bis 3 ist. Selbstverständlich bleibt das hier der Fall. Hier ist kein Schnittpunkt mit dem Graphen. Ab minus 3 aber wohl, da ist der Punkt minus 3, 0. Dann geht es weiter nach rechts. Alle diese x-Werte haben durch die Funktion ein Bild bis 3, 0 und danach kein Schnittpunkt mehr vom Graphen mit der blauen Geraden. Übrigens, das sieht aus wie ein Halbkreis. Das ist auch ein Halbkreis, denn aus der Graphengleichung y gleich 9 minus x² können wir Folgendes machen. Die Quadratwurzel setzen wir links rüber, die wird dann da zum Quadrat. Dann wird die Gleichung zu y hoch 2 gleich 9 minus x². Und wenn man dann minus x² auch noch links rüber setzt,
dann ergibt das die Gleichung x² plus y² gleich 9. Ein wenig anders geschrieben sieht man deutlich, dass diese Gleichung die Gleichung des Kreises mit Zentrum 0, 0 und Radius 3 ist. Das hier ist die Gleichung vom vollständigen Kreis. In der Grafikgleichung steht jedoch, dass y gleich zu der Quadratwurzel sein muss und eine Quadratwurzel ist immer größer gleich 0. Also für die Funktion gilt nur der Kreisteil, für den die y-Werte positiv sind. Y-Werte positiv bedeutet oberhalb der x-Achse. Also beschreibt diese Gleichung hier effektiv den oberen Halbkreis mit Zentrum 0, 0 und Radius 3. Für die Funktion Sinus, jeder Winkel hat einen Sinus, das heißt, diese senkrechte Gerade trifft den Graphen für alle x-Werte. Somit ist der Definitionsbereich die Menge R.